Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Heute ist Freitag, das heißt, ich werde das, was ich hier jetzt erspiele, auf jeden Fall hochladen, egal was passiert. Wir befinden uns hier auf dem Mineplex-Server und hier gibt es ein schönes Spiel namens Dragon Escape. Und vor ein paar Tagen ist hier eine neue Map rausgekommen, und zwar Pirate Bay. Die ist jetzt gerade leider nicht spielbar, deswegen muss ich direkt mal ein bisschen warten. Und ja, ich habe ja früher Dragon Escape ziemlich gern gespielt, weil es echt ein super cooler Spielmodus ist. Allerdings wurde das Ganze ein bisschen langweilig, dadurch, dass einfach, naja, es nur zwei Maps gab und man die dann nach einer Zeit mehr oder weniger auswendig kannte. Und ja, jetzt gibt es eben eine neue Map namens, hier ist jetzt Pirate Bay. Und ich habe jetzt schon ein paar Runden hierauf gespielt. Hab bisher eine Runde gewonnen und die Map ist auf jeden Fall echt nicht ohne. Ich werde jetzt insgesamt 5 Runden in dieser Folge spielen. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viel ich davon schaffe. Ja, wie gesagt, ich werde alles aufnehmen, weil heute Freitag ist. Zwischendurch werde ich trotzdem das Ganze vorspulen, wenn ich auf eine neue Runde warte wahrscheinlich. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich genau das hochlade, was ich aufnehme. So, dann geht's jetzt in 19 Sekunden los. Ich glaube, da muss ich dann doch nicht mehr cutten. In der Zeit kann ich schon mal den Jump'n'Run machen, der hier schon seit, keine Ahnung, einem Jahr mal kommen sollte. Coming soon. Naja, genauso schlimm wie diese beiden Spielmodi auf dem Hive-Server, die auch schon seit Jahren mal kommen sollten. So, ich bin hier in der dritten Reihe. Das ist nicht ganz so gut. So, falls ihr den Spielmodus nicht kennt, also gar nicht, geht es einfach darum, diesen Kurs hier zu absolvieren. Und man muss sich vor dem Drachen in Acht nehmen, der sich hinter einem befindet. Da hinten kommt er. Jetzt hat man nicht mehr gesehen, verdammt. Und ich habe Zeit verloren. Da kann man mit einem Rechtsklick auf die Axt ein Leap benutzen. Das bedeutet, zack, das bedeutet, dass man, ein Stück nach vorne fliegt. Da ist eine Leiter. Ich muss sagen, das hier sieht schon echt nicht mehr gut aus. Das war aber gut. 4, 3, 2, 1. Nein! Ah, kacke. Na gut, 0 von 1. Ich habe auf jeden Fall in den paar Runden, die ich eben gespielt habe, mir schon mal einen Weg rausgesucht. Und das war jetzt eigentlich genau der Weg, den ich nehmen wollte. Das Dumme ist halt nur, dass ich bei diesem einen Punkt zweimal runtergefallen bin. Aber naja, so, jetzt muss ich eben den Server wechseln, weil ich nur diese eine Map spielen möchte. 5-mal hintereinander. Und mal gucken. Ist gerade wieder nicht da. Also ich spule dann kurz vor. Bis gleich. Und los geht's mit der zweiten Runde. Und ich hatte eben gesagt, ihr könnt in die Kommentare posten, was ihr denkt, wie viel ich von 5 Runden gewinne. Und mit gewinnen meine ich eigentlich nicht gewinnen, sondern die ganze Map durchschaffe. So, es geht direkt los. Und ich bin wieder Erster. Woo. Obwohl, der ist wahrscheinlich noch vor mir, aber das sieht bei mir anders aus. Und der ist auch noch vor mir. Aber jetzt habe ich sie, glaube ich, abgehängt. Okay, sehr gut. Das lohnt sich auf jeden Fall, da den Sprung zu benutzen. Genauso wie hier. Ansonsten muss man, ach, kacke. Sonst muss man da komplett rum. Und ja, wie ihr seht, stirbt man, wenn man sich im Wasser befindet. Verdammt! Und schon wieder verloren. Ich hoffe mal, dass ich wenigstens eine Runde hinbekomme. Aber wir werden sehen. Bis gleich. Los geht es mit Runde Nummer 3. Diesmal möchte ich echt das unbedingt mal schaffen. Ich spawn nie vorne, ich verstehe es irgendwie nicht. So, diesmal bin ich aber auf jeden Fall rechts. Sonst bin ich aber links gespawnt. Oh, ich dachte, ich fall runter. Ja, aber zum Glück nicht. So, jetzt muss ich hier ein bisschen weiter nach links kommen, damit ich hier, so wie auch eben
zwar springen kann. Oh, da hat es kurz geleckt, glaube ich. Das war knapp. Aber ich lebe noch. Und... Boah, das war schon wieder total knapp. Da bin ich vorher eigentlich nie runtergefallen. Zack. So, jetzt bin ich schon mal ziemlich weit. Jetzt geht's da hoch. Nein! Das gibt's nicht. Auch hier bin ich fast nie runtergefallen. Oh Mann. Verdammt. Einmal muss ich es wenigstens schaffen. Weil alles ab hier ist echt nicht mehr schwierig, weil der Drache ziemlich langsam ist und man ihn da locker abhängen kann. Aber naja, dafür muss ich erstmal bis dahin kommen. Oh gut. Drei Runden gespielt. Drei Runden verloren. Jetzt bin ich, glaube ich, auf der falschen Map. Kann das sein? Das kann sein. Ja. Oh nein! So, hoffentlich hat es nicht begonnen. Hat es nicht. Gut, dann spule ich vor. Oder auch nicht, weil das direkt losgeht. Wundere mich eigentlich, weil momentan nur 10 Spieler da sind. Aber das hat wohl ein komisches System hier. Ich dachte eigentlich, das startet immer erst dann, wenn der Server komplett voll ist. Aber gut, dann nicht. So, ich glaube, ich laufe links lang. Das gefällt mir ein Stück besser. So, wow. Das war schon wieder ein bisschen knapp. Aber sonst läuft's. Hier habe ich auch ein bisschen Angst, weil das da auch irgendwie so eng ist. Keine Ahnung. So, hier war ich auch schon 10-mal. Jetzt kommt ein schwieriger Sprung. Okay, der war aber ganz gut. Jetzt hier nicht runterfallen. Okay, perfekt. So, der hier dürfte eigentlich auch nicht schwierig sein. Ja. Habe ich geschafft. Okay. So, und hier ist halt eine ziemlich gerade Strecke. Das heißt, der Drache kommt hier nicht so gut hinterher. Dann kann man hier nochmal einen Sprung, einen Leap benutzen. Und dann, keine Ahnung, hier kann man eigentlich komplett chillen, weil der Drache so weit hinten ist. Allerdings gibt es hier auch noch ein paar schwierige Sprünge. Hey, und oben diese Bossanzeige hat auch ein bisschen rumgepackt. Zack. Nein, das war ein schwieriger Sprung. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Das gibt's nicht. 0 von 4. Verdammt. Okay, dann muss es jetzt die 5. Runde rausreißen, sonst wäre das peinlich. Nein. Los geht's mit Runde Nummer 5. Ich hoffe echt diesmal, dass ich was reißen kann. Die letzte Runde war ja schon echt gut, da war ich fast am Ziel. Aber ich möchte das Ganze natürlich auch mal gewinnen. Endlich. So, los geht's. Jetzt am besten nicht direkt am Anfang einen Fehler machen. Oh, und der hackt direkt mal fröhlich rum. Aber die meisten Hacker schaffen es trotzdem nicht zum Ziel, weil sie irgendwie vorher zu hoch fliegen und dann verlieren. Oh Gott. Läuft der richtig in dieser Runde? Okay. Aber ich bin wieder Erster. Okay, das war gut. Sehr gut. Jetzt noch ein schwieriger Sprung. Und dann... Sehr gut, kann ich erstmal ein bisschen chillen. Hier bin ich noch nie runtergefallen irgendwo. Hoffe ich, glaube ich. Und ich bin wieder der Einzige, der lebt. So. Jetzt noch einmal hier rüber springen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Leap habe. Oh, okay, habe ich gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich da hinten jetzt wieder runterfalle, habe ich nicht mal eine Chance, nochmal hoch zu leapen. Aber ich würde einfach sagen, falle ich auch nicht runter. Okay, sehr gut. Habe ich geschafft. Und der Drache ist meilenweit entfernt. Das ist echt ein bisschen doof an der Map. Oh Gott. Das ist einfach überhaupt nicht im Gleichgewicht. Hier kann man einfach total chillen. Muss ich überhaupt gar nicht mehr beeilen. Hier sind die Sprünge dann nur noch schwierig. Wobei ich das jetzt, glaube ich, geschafft habe. Sehr gut. Gewonnen.
in der fünften Runde. Ich würde sagen, das war doch mal perfektes Timing. Eine gewonnen von fünf. Ich bin mal gespannt, ob das jemand getippt hat. Wobei die meisten, die es getippt haben, wahrscheinlich das Ende geguckt haben und es dann getippt haben oder so. Aber was soll's. So, sehr gut. Das war jetzt, glaube ich, eine recht kurze Folge. Bei mir war das eine Aufnahme von 15 Minuten. Aber ich hatte ja die Stellen, wo ich nur gewartet habe, ein bisschen zusammen. Und ja, ich hoffe mal, das ist trotzdem ein nicht allzu kurzes Video. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Falls euch das hier interessiert, macht echt super viel Bock, dieser Spielmodus. Dann guckt mal in die Beschreibung. Da könnt ihr auf den Mindplex-Server kommen und den selber spielen. Wisst ihr was? Ich spiele einfach noch eine Runde Skylands. Diese hier und die Through the Hell, hieß sie, glaube ich, Map. Das war eine der Maps, die es schon seit Ewigkeiten gab. Oh, und ich wollte gerade sagen, die hier kenne ich jetzt schon so gut wie auswendig und dann fail ich direkt mal am Anfang. Aber gut. Zack. Hier habe ich ja auch mal einen Beat the Expert gemacht, falls ihr das nicht kennt. Das ist auch echt cool. Zack. Und wie ihr seht, sind die anderen Spiele ja auch ein Stück besser als bei der Pirate Map, weil die habe ich bis jetzt noch niemanden gewinnen sehen. Die Piraten-Map. Okay. Bis jetzt läuft's. Sehr schön. So. Das ist ja auch geschafft. Dann jumpen wir hier hoch. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Wasser da schon immer runtergeflossen ist. Aber gut. Es leben noch zwei andere. Okay. Ich muss sagen, das klappt schon ganz gut, obwohl ich die Map hier echt so lange nicht mehr gespielt habe. Na. Okay, geschafft. Wow, okay. War sogar noch klappt, glaube ich. Aber gut. So, dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns morgen. Genau, beim 1-1 Event, da wollte ich auch noch mal was zu sagen. Und zwar, solltet ihr dieses Video hier direkt angeguckt haben, dann könnt ihr jetzt gleich direkt mitspielen beim 1-1 Event. Das ist nämlich heute am Freitag. Wann genau das ist, werde ich noch auf Twitter posten und das werde ich jede Woche so machen. Es könnte auch sein, dass ich das manchmal nicht freitags, sondern donnerstags aufnehme. Das war nämlich letzte Woche so, weil ich freitags keine Zeit hatte. Das heißt, wenn ihr da mitspielen wollt, folgt mir am besten auf Twitter. Dann seid ihr immer up to date. Ihr könnt mich auch alternativ auf Facebook liken, weil alle Beiträge, die ich auf Twitter poste, automatisch auf Facebook weitergeleitet werden. Falls ihr Twitter nicht habt oder so, dann seid ihr genauso up to date. So, gut, das war's dann jetzt wirklich. Bis dann!